Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Pathologic. Wir müssen jetzt zum Rathaus, das ist da oben. Ja. Auch wenn da Stadtrat steht, ich glaube, das ist das Rathaus. So, wir speichern auf dem Weg. Wir wollen ja nicht infiziert werden, obwohl das vielleicht hier besser wäre. Hier ist der Weg breiter. So, im Moment sehe ich keine Gegner, die man... Ich dachte, hier könnte man weitergehen, aber nein. So. Okay, da vorne wird jemand verbrannt. Aber das ist uns egal. So. Hier kommt man nicht rein, also hier. Gut, irgendwo soll Clara hier sein. Ah, da ist sie auch schon. Gut, bevor wir mit ihnen reden. Also, die Soldaten haben sich erhoben. Sie verstärken die Plünderer, die wir geschwächt haben. Okay, warten wir auf morgen. So. Wie schlau sie waren. Sie können nicht all das Übel verstehen, das sie bewirken. Okay. Und jetzt möchte ich, dass Sie alles vergessen, was man Ihnen über mich erzählt hat. Glauben Sie mir. Schauen Sie mir in die Augen. Oder schauen Sie in die Ecke, wenn Sie möchten. Sonst denken Sie womöglich noch, ich wollte Sie hypnotisieren. Genau das habe ich gedacht. Um sie zu überzeugen. Aglaia ist eine Verräterin. Auf dem Weg zum Sieg ist sie ihr größter Gegner. Sie lügen. Aglaia ist meine beste Freundin und eine vertrauenswürdige Verbündete. Sie hat mir die arglistigen Täuschungen der Autoritäten vor Augen geführt. Sie hat mich von ihrer Rechtschaffenheit überzeugt. Machen Sie sich doch nicht. Doch nichts vor. Beste Freundin würde ich nicht sagen und ich weiß nicht, ob sie vertrauenswürdig ist, aber machen wir das hier. Sie lügt. Ich habe soeben herausgefunden, dass sie weder am Ursprung der Krankheit noch an ihrer Bekämpfung interessiert ist. Sie verlässt sich nicht auf den Sieg. Sie möchte diese Stadt nicht so erhalten, wie sie jetzt ist. Ihre Inquisitorin-Masche ist reines Theater. Soll ich sie erreichen? Warum? Erklären Sie mir. Seien Sie so nett. Sag ich. Sie ist zum Tode verurteilt und soll hingerichtet werden. Hierher geschickt zu werden war ihre letzte Chance. Sie sollte die Infizierten retten. Doch diese Aufgabe hat der Schlitzer Artemi Burak schon anstelle von ihr erledigt. Sie hat gestern einen Brief erhalten, in den Augen der Obrigkeit hat sie versagt. Sobald sie zurückkehrt, wird sie hingerichtet. Aber warum hat sie es auf das Polyed abgesehen, wenn sie doch zum Tod verurteilt ist? Aus Hass. Aglaia sieht im Poleda ein höllisches Geschenk Nina Kains. Sie glaubt, dass sie durch ihre Macht stolz geworden ist und nun den Zorn des Himmels herausfordert. Aglaia hält es für ihre Pflicht, diese Herausforderung zu durchkreuzen, bevor ein neues Übel aus ihr hervorgeht. Und wahrscheinlich glaubt sie nicht. Aber warum Nina? Warum sollte ich denn ein Sturmbock sein? Wozu kann sie mir hier gebrauchen? Wie kommt er auf einen Sturmbock? Egal. Aber warum Nina? Nina Kane ist ihre Schwester. Wussten Sie das nicht? Bevor sie Victor geheiratet hat, hieß sie Nina Lilich. Dann geht es hier also um meine Familie an Angelegenheit. Sie verabscheut ihre Schwester zutiefst, sogar mehr als ihren schlimmsten Feind. Als ich hierher
Als ich hinter dieses Geheimnis kam und ihr in die Seele schauen konnte, bekam ich Gänsehaut. Für Aglaia ist ihre Schwester fast so etwas wie ein Dämon, eine Todesbringerin. Und sie benutzt sie nur. Aber wie? Ganz einfach. Das Militär hat sich eingemischt. Mit einem Fuß auf dem Schafott hat die Inquisitorin keine Macht über die Geschütze. Da General Peppel ihr nicht vertraut, nahm sie an, sie hätten den Befehlshaber überzeugt. Sie mit ihrem reinen Herzen werden ihnen einen falschen offiziellen Bericht vorlegen und er wird das falsche Ziel für sein Geschütz wählen. Ich brauche Beweise. Sie könnten 10 gefälschte Berichte vorlesen. Inquisitoren sind dazu in der Lage. Und wo müssen sie hingehen? Was? Und wo müssen sie hingehen? Wer? Sie? Oder? Ich brauche Beweise. Wenn morgen diejenigen, nach denen ich sie gefragt habe, gerettet sind, werde ich ihnen Beweise bringen. So sei es. Warten Sie, ich muss meine Gedanken sammeln. So sei es. Ich kann nicht mehr... Wie kalt! Okay, jetzt. Sie alle sind besessen von Mord und Zerstörung. Warum glaubt keiner daran, dass man auch heilen kann, ohne die Krankenteile zu zerstören? Ich bin wegen Maria Kane hier, Clara. Ich habe übrigens vorgestern einen kurzen Brief von Ihnen erhalten. Wie soll ich den verstehen? So ist das Leben. Ich glaube Ihnen nicht, Heilerin. Man kann Ihnen nicht trauen, weil Sie sich dauernd selbst widersprechen. So ist das Leben. Also gut, wir haben jetzt erfahren, dass... Wie kalt, ja. Dass die Inquisitorin nicht zu trauen ist, glaube ich. Hier. Übrigens vorgestern ein... Sie sollten ihn einfach nur verstehen, Mediziner. Glauben Sie mir, wir müssen nichts zerstören. Diese Stadt lebt. Sie und der Seher sind die betrogenen, unbarmherzigen Dämonen. Weiße Augen blenden sie. Ihre rote Zunge lässt sie nach Blut dürsten. Ihre Unverwundbarkeit macht sie innerlich leer. Während der eine von ihnen den Kopf zerstören möchte, hat es der andere auf den Körper abgesehen. Und was ist mit ihnen? Sprungen sie nach so großer Töne, Clara. Sie sind nur billige Tricks. Was ist mit ihnen? Ich werde sie alle verlassen. Sie beide sind verdammt. Sie beide bringen in Unordnung, was als Einheit existieren kann. Als tragische Einheit zwar, aber doch als Einheit. Lassen Sie sie weiter streiten und sich immer verleugnen. Doch das bedeutet nur Wachstum. Die Stadt ist ohne den Turm nicht vorstellbar und der Turm kann ohne die Stadt nicht sein. Wie wollen Sie das bewahren? Das ist unmöglich. Ja, dafür ist ein Wunder vonnöten. Sie können das nicht vollbringen. Vertrauen Sie mir einfach. Das wäre schon Wunder genug. Für Borak kommt das allerdings zu spät. Er hat seine Dummheit teuer bezahlt. Was? Wann? Wo? Wie? Hä? Ich kann sie überzeugen. Das werden wir ja sehen. Der Brief war deutlich. Wenn ich hier rauskomme, werde ich ihn als Erinnerung an diese Reise behalten. Was? Nein, ich zeig das hier. Falscher Georgi! Das ist nicht Georgi! Seit 2 Tagen lebt eine ganz andere Person in seinem Körper. Ja, okay. Sie alle sind besser von Mord und Zerstörung. Okay. Wir sprechen nochmal. Wie schlau Sie waren. Sie können nicht all das Übel verstehen, das Sie bewirken. Okay, ich bin wegen Maria Kane hier. Was bedeutet mir ihre Maria Kane? Gestern hatte ich noch Angst vor ihr, doch heute fühle ich eine Kraft in mir. Davon abgesehen bin ich nicht die Herrin der Erde. Sie ehrt. Wirklich? Warum behaupten die Kane, sie sei nicht die dritte Herrin?
Warum behaupten die... Ich sag das mal. Was? Haben Sie das gesagt? Wer glaubt und wer genau hat das behauptet? Victor oder Georgie? Das ist sehr wichtig. Eigentlich Victor, mit Georgie haben wir noch gar nicht geredet. Oder Georgie. Ah, dann ist es Unsinn. Gehen Sie Ihre Wege, Mediziner. Ich werde persönlich mit Lara, mit Maria sprechen. Natürlich nur, wenn sie das möchte. Sie meinen aber, erwarten Sie keine Hilfe von mir. Weder heute noch morgen. Leben Sie wohl. Wir werden Sie zerstören, Heilerin. Sie dienen dem Tod und Maria dem Leben. Sie sollten es sich noch einmal überlegen. Ach, warum sollten wir jetzt darüber reden? Was will sie von mir, diese Maria? Eigentlich gar nichts. Es ist eine reine Formsache. Sie sollen sie anerkennen. Das ist alles? Verstehe ich nicht, dass hier die Hölle los sein wird. Verstehen Sie nicht, dass hier die Hölle los sein wird? Sie wird als Hexenkönigin herrschen. Sie wird alles Leben nach ihrer Vorstellung und im Dienste ihrer Wunder verändern. Sie wird eine real existierende Utopie schaffen, die allem zuwiderläuft, das dem Menschen Seelenheil einbringt. Erkennen Sie Maria als Heilerin an? Als Herrin, meine ich. Ja, ich erkenne sie an. Nehmen Sie diesen Ring. Er ist zum Besten. Es ist zum Besten. Er wird Sie daran erinnern, wo die wahre Macht liegt. Eine lebendige Macht. Oh, anscheinend wissen Sie etwas über die Beziehung der Herrinnen zueinander. Wir sollen das Ring, also den Ring besorgen. Das haben wir gerade gemacht, aber... Einmal heißt es das, einmal heißt es etwas anderes. Ach, keine Ahnung. Die Relikte können nun zu den Hörnern gebracht werden. Maria wartet dort auf mich. Okay. Ich hoffe mal, das ist korrekt so, wie es gelaufen ist. Wir sollten den Ring kriegen. Mir auch nicht. Jetzt sollen wir in die Kneipe gehen. Und zwar hier, die Schanke. Sogar der falsche Weg. So. Gleich hier um die Ecke abbiegen. Aber bevor wir das machen, schaue ich noch in diesem Geschäft vorbei. Wir sehen, was wir hier finden. Armeestiefeln. Okay, ich glaube, das ist wesentlich billiger als große Handschuhe versteckt. Tempo erhöht, mit dem man sich durch die Stadt bewegt. Das wäre gut, aber wir haben nicht so viel Geld. Und alles andere haben wir verkauft, was wir nicht gebrauchen konnten. Schade. Und man wäre gegen, also geschützt gegen Tierbisse. Hieß es. Das wäre ich gern, aber. So. Warum rennt der auf einmal los? Wir speichern kurz. Gleich haben wir den Feuerwerfer. Okay, das war einfach. Wurde gerade umgebracht. Ein Bandit. Oh, wir müssen speichern, bevor... Bevor etwas passiert. 3 Uhr morgens. Jetzt noch schnell
glaube, hier rein. Ja. Was hat der ein Leibbrot? Ja. Falls wir Hunger kriegen. So, hier ist nichts. In diesem Gebiet muss ich hier keine Angst haben von wegen 3 Uhr. Von wegen diese Wolken. So, wir speichern. Okay, dort vorne wird ein bisschen gebrutzelt. Wir schauen uns ein bisschen um. Ich wollte ja in die Kneipe gehen. Wir gehen gleich rein. So. Hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Die ist neu, oder? Also, die ist neu. Gut, dann reden wir mit ihr. Sie haben André geholt, den tapferen Vorsitzenden unseres Festes. Wir waren machtlos. Sie haben uns mit Waffen bedroht und sogar 2 Leute getötet. Wer hat ihn abgeholt? Warum haben sie das getan? Wer? Sag mal, ja, warum? Um seinen Bruder zu helfen, ging André gestern die Patrouillen an. Er entwaffnete die Soldaten und tötete den Offizier. Heute kamen sie, um Rache zu nehmen. Okay, jetzt wissen wir auch, wer. Wohin haben sie ihn gebracht? Verdammt, er kommt zu spät. Wohin haben sie ihn gebracht? Sie haben gesagt, dass sie ihn zu einer Todeszweigstrecke bringen. Wahrscheinlich sperren sie unsere Freunde Stamatin dort in einem Waggon und erschießen ihn dann. Er ist in Gefahr. Wir müssen ihn suchen. Ganz genau. Besser hätte ich es selbst nicht ausdrücken können. Was genau ist denn ein Todeszweig? Das klingt nach einem bösen Ende für diesen wilden Kerl. Nee, hier. Na, ich weiß natürlich nicht, auf welchem Zweig die Todesstrecke liegt. Wenn ich doch bei der Bahn gearbeitet hätte, wahrscheinlich heißen die Strecken so, weil die Armee auf ihnen hierher gekommen ist. Stimmt das nicht? Doch, doch. Wann haben sie ihn geholt? Oh, gerade eben. Vor weniger als einer halben Stunde. Ich werde etwas unternehmen. Sie sind zu viele Soldaten. Hier waren es über 10 und dort wird es noch mehr geben. Das schaffst du nicht. Ich werde nicht mit ihnen kämpfen. Ich gehe direkt zum Kommandanten. Er wird diesen absurden Befehl rückgängig machen. Nichts da, ich werde es schaffen. Ah, hier. Okay, Grundlage des Wunders. Oh, die Daily Quest. Andreas Damatine, der letzte Architekt, der genug Unverfrorenheit besaß, den fundamentalen Gesetzen zu trotzen, kam zu Tode, weil in diesem Lande für solche Menschen einfach kein Platz ist. Man brachte ihn zu den Geschützen, das auf den Reservezweig steht. Ja, es ist möglich, solche Geschütze zu bauen, aber unmöglich, diesen Turm zu errichten. Andreas Tamatin, der letzte Architekt, der genug und kam zu Tode. Ich dachte, wir sollen ihn retten. Warum steht da, dass er tot ist? Moment. Okay. Gut, dann in dem Falle geht es eigentlich zurück zum Generale.
So. Eigentlich wäre diese Folge jetzt zu Ende, wenn ich so auf die Uhr schaue, aber da wir nur viel geredet und nichts anderes getan haben, gehe ich noch kurz zum General. Zum R-General. Und dann sehen wir weiter. Gehört, wie sie direkt hinter uns waren. Okay, wir sind ja hierher gekommen. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.